So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Rang. Wir haben im letzten Part hier gegen sie verloren. Ich war zwischendurch ein wenig Offscreen-Training machen. Und hoffe, dass ich das jetzt mal sie geschlagen bekomme. Weil ich habe dazwischen auch schon versucht, Parts aufzunehmen, indem ich sie besiege. Aber das hat nicht geklappt. Das hat einfach nicht geklappt. Und Baschaf kann eine neue Attacke, nämlich hier Shadow Ball, Schattenball oder sowas. Das Problem ist, glaube ich, nur, ich habe nicht drauf geachtet. Schattenball ist Shadow Ball, ist eine spezielle Attacke. Und Baschaf ist ja eher, glaube ich, auf physische Angriffe ausgelegt. Das bedeutet, dass es wiederum Bullshit. Mach jetzt, richtig. Ja, Shared Pain, Blau und Blut, scheiß doch drauf. Jetzt tot. Danke. Oh, Schaf wird dann wirklich gut. Wir hätten ihn irgendwie früher trainieren müssen, aber es gab ja nie wirklich. Gab nicht so die. Hier. Pokémon. Und auch, der hat auch keine guten Angriffe, der Typ. Alter. Aber langsam. Komischer Hase auf Craig. Ich frage mich eh, was der genommen hat, dass der so aussieht. Oh, komm, kannst du dich mal daneben gehen? Stopp, 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 stopp. Alter. Das wird die Citro Baron. So, jetzt. Erwirke ich einen Hypertrank auf Pajay. Pajay. Warum nicht so viel bitte? Irgendwie ist dieser komische Hase schneller als dieser Vogel. Jawohl, Mr. Tank. Yes! So muss das laufen. Level 30. Dieses Murchar, ne? Ich hab aber really vergessen, wie das im Deutschen heißt. Keine Ahnung. So, Bubble Rock. Mit dem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht gegen das Vieh hier. Auch wenn es mit Psybeam sehr stark gegen Bubble Rock antritt, hat Surfer vor allem doch einiges bei Moschana weggemacht. Ich finde, das ist auf dem gleichen Niveau wie der Psybeam. So. Wobei das vielleicht nicht immer das Schlauste war, was ich gerade mache. Könnten aber wechseln zu Baschar, da kann er Psybeam nicht einsetzen, weil das aber nichts abzieht. Siehst du? Jetzt muss der umdenken und ich kann hier mit Faint Attack ankommen. Alleine scheint aber die Verteidigung von Moschana relativ hoch zu sein. Jetzt muss Strobeere einsetzen, ja genau, da kommt sie auch schon. Deswegen ist es doch etwas schwieriger hier den kaputt zu machen. Oh, kommt noch ein Angriff. Fuck. Oh, du Hure! Du hast doch gerade eben es angegriffen, Mann. Wieso machst du jetzt schon wieder so einen Hypertrank-Scheiß? Ja, deswegen. Oh, Junge, jetzt sind wir das Duplikat. So. Ich möchte, dass er sich in Pajay hier umändert. Yep, dankeschön. Einen brennenden Vogel kann man sehr leicht mit Wasserattacken runterholen. Da, ba, ba, di, di.
Hilfe sogar einen Typ alle, das gibt's nicht. So eigentlich. Ja, aber schafft Level 42. Also dieses blöde Schorno. Muss ich da austauschen dann? Ich überlege gerade, vielleicht irgendwie ein anderes Pokémon da was machen könnte, aber ich bezweifle das stark. Sehr stark bezweifle ich das. Als ob Kinet Monk da was ausrichten könnte, oder? Ich glaube es nicht. Ja, glaub. One Hit hier fast, oder was? Wow. Ich bin beeindruckt, Kinet Monk. Also Kinet Monk, du musst irgendwie darauf hoffen, dass bald eine Wasserroute kommt, auf der du ein bisschen dein Talent ausspielen kannst. So geht das nicht weiter. Gut, gehen wir mit Bashar wieder ins Rennen. Was? Wer kontaktiert mich um die Uhrzeit noch? Wehe, du heißt dieses scheiß Vieh jetzt. Jawohl. Alter, wie das abzieht. Shit. Wenn jetzt Shadow Ball nicht über die Hälfte abzieht. Ja, es ist noch weniger. Es ist, ja. Wenn das jetzt keinen Volltreffer oder sowas gibt, dann müsste. Genau, Barschaf überleben. Gut, Citrobeere, okay. So, jetzt heilen wir wieder. Ich weiß nicht, ob er sie das erwartet. Komm, bitte heil noch nicht. Jawohl. Okay, das war jetzt ein bisschen mehr abgezogen. 3 KP als in der letzten Runde. Ja. Schon, komm schon. Yes! Endlich! Endlich haben wir die komische Frau da besiegt. Rosalind, ey. Oh. Spectacularly done. You deserve this Drama Badge. Ja, du hast dir den Drama-Orden redlich verdient, so von wegen. Schmiedi erhält den Drama-Orden. Not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. I don't know to which of those categories you belong, but you certainly have greatness with you. I have no doubt that with your wits and your strength you will reach the stars. And above all, to thine own self be true. Take this TM as memento for our battle. Obtain 1092 Trick Room. Oh, diese komische Fliege, die hier rumfliegt. What the fuck? Trick Room is devious move fitting of a master of illusion such as myself. Slower Pokémon make. Ja, okay.
Nein, ich habe sie nochmal angeredet. Nein. Nein, 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 nein. Oh, wir haben es geschafft. Oh, hier passiert was. Alter, Professor Bamboo. Lange nicht mehr von ihm gehört. Was will denn der? Hey, Schmidi. Ich habe gehört, du hast gerade deinen 6. Arena-Orden bekommen. Wie hast du das geschafft? Ah, nein, nicht wie hast du das geschafft. Woher ich das weiß? Naja, der, hier, der Arena-Typ, also der immer vorne steht, hat mir das erzählt, natürlich. Wir sind alte Trinkkollegen aus der Uni. genug zur Vergangenheit. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier gerade mache. Naja, die Antwort ist einfach. That's up to you. Es gibt noch zwei weitere hier Arenen. Bevor du hier die Tando Regional Championship machen kannst. Ja, hier sowas halt, ne? One is Angelotron. Ey, das ist so ein rotes, sieht ganz komisch aus. To the south, while you are there, you can take the fishing challenge and catch some stronger water types for your team. Aber wenn du so bist, kannst du an der Angel-Challenge mitmachen und ein paar starke Wasser-Pokémon für dein Team fangen. Das andere ist im Norden Snowback Town. You'll have to go through Mascara Cave to start your journey there. Ja, du musst durch die Mascara Cave gehen, um dort dein Abenteuer zu machen. Es ist ein langer Weg, also sollst du viel Zeug mitnehmen. You should go north first, since to go to Angela, you need to go from Deep Sea. Ah, du sollst zuerst nach Norden gehen, warum nach Angela musst du tiefe Gewässer überwinden, also vermutlich Taucher oder so. But remember, you need both if you want to challenge, okay. Ah, da erinnere ich mich, wie geht's mit deinem Pokédex? Du hast 15 Pokémon gefangen, 95 gesehen. Gute Arbeit. Aber wenn du vervollständigen willst, solltest du mehr Pokémon catchen und sowas. Ja, 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 ja. Kam nichts. Also wir werden bald gegen Theo kämpfen. Diesen Schreihals. So, als erstes heilen wir unsere Pokémon auf. Upsa. So, dann gehen wir nochmal hier in den Shop. Kaufen Stuff ohne Ende. Ich weiß nämlich echt nicht, wie weit es ist, wenn es schon hier im Spiel so angezeigt wird. Ja, das wird ein bisschen längerer Weg hier. Oh. Nein, ich will nicht nur einen. Ich will mehrere. Nur noch mal so 10. Dann haben wir 16. So von denen. 17. Wieso eigentlich nicht? Wie viel haben wir von denen? 6 Stück. Ja, wird schon reichen. So, wie viel super Pelz haben wir denn? 9 Stück. Das reicht. Escape Rope haben wir 2, gut. Dann hoffe ich mal, dass das genug ist. Schwimmen wir mal wieder zurück nach Norden, gehen durch die Mascara Cave oder wie das Scheiß heißt. Und dann in den kalten Norden. Oh, da ist schon dieser Theo. Ah, ich überlege gerade, soll ich das... Ah, wir machen das auch in diesem Part. It's you, Schmidi. I guess Bamboo sent you. Ich trainiere, um Venisi herauszufordern.
welchen, soweit ich weiß, du schon geschlagen hast. Ja, so habe ich mir gedacht. Vor einiger Zeit, da wäre ich nicht alter, da wäre ich traurig geworden, deswegen. Und hätte geweint. Aber ich würde sagen, heute bin ich ein Stückchen reifer. Und aus dieser Perspektive dann denke ich mir, ist schon okay so. Wanna battle? Ja. Let's do this. Dum, 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 dum. Bitte, das ist schon so. Yeah. Ein Arbok. 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 Das macht mich gerade irgendwie fertig, dass hier ein Arbok ist. Ich überlege gerade, was ich dagegen einsetzen soll. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen Bubble Rock, weil der kann nicht vergiftet werden. Und er ist doch recht stark. So mit einem Surfer oder so. Das dürfte die Kobra ertränken. Wie ich mir das schon dachte. Ah, die Kokosnuss. Was war das für ein Typ, ey? War das irgendwie Wasserpflanzen? Oder nur Pflanze? Jedenfalls irgendwas. Was gegen Eis sehr effektiv, sehr schwächelt. Nein! Das Falsche. Ich wollte eigentlich hier Surfer einsetzen. Alter. Ich habe das hier mit einer Giftattacke kaputt gemacht? What the fuck? Gararul. Was für ein Surfer? Reicht das? Ich fühle mich gerade schlecht, nur den Frosch benutzt zu haben. Ach komm, noch ein Ding hier und dann ist das auch schon Geschichte. Das ist ja läppsch gerade ein bisschen. Alter, der... Alter, wie schnell ist denn das bei dem auf einmal? Bei mir ist es voll langsam, bei dem ist er voll schnell. Was soll die Kacke? What the fuck is he going on? Okay, jetzt sollte ich eventuell wechseln. Zu Metallinx. Mal mega sauber, um mal die KP wieder hier reinzukriegen, oder? Wieso zieht das so wenig ab? So, ich meine allgemein. Ja gut, das ist auch 10 Level drüber, aber trotzdem. Schwäche und so ein Scheiß. Seit wann kriegt man über Surfer, über Statik die Paralyse? Statik wirkt doch nur bei Berührung, eigentlich. Ah, Leafblade ist ja, ich habe ja gar nicht Surfer eingesetzt, das war ja der Gegner. Bin ich so hirntot? Der hat was ganz Bestimmtes vor. Oh, was vielleicht nicht mehr klappen wird. Weil ich Surfer nicht erwartet habe. Shit.
Vielleicht kann Bashar was richten. Mit einem Shadow Ball. Geht mir nur darum, ihn nicht zu berühren. Erst einmal. Vielleicht geht Bashar nach einem Surfer nicht kaputt. Lektuxo. Yes. Alter, Bashar entwickelt sich. Aber das sehen wir dann im nächsten Part.